Willkommen zurück in Angel Land. Ja, so heißt die Welt von Kid Icarus. Und ich habe ja versprochen, die Story zu erklären. Aber zuerst möchte ich euch das Hauptmenü zeigen. Wir sehen hier unten Hammer. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Hammer sagen kann. Was mich nur stutzig macht, das steht unter Weapons. Und das würde ja bedeuten, dass man diese Pixelhäufchen da als Waffe benutzen dürfte. Vielleicht ist es auch ein Pfeil, der durch den Lebensbalken geht. Ein Pfeil würde es am ehesten treffen. Vielleicht kann ich verschiedene Pfeile auswählen. Ja, auch wie auch immer. Ja, es hat so ein ähnliches Menü wie bei Metroid oder Zelda. Keine Ahnung. Schön übrigens anzusehen, dass Leben nicht einfach Leben heißen, sondern Ausdauer. Ja, natürlich nicht zu Neige geht, wenn man läuft oder so. Und ja, es, ansonsten seht ihr ja Stage 1 von 2. Ja, das Spiel ist natürlich klassisch in Level unterteilt. Wobei man Level nicht sagen sollte. Schließlich... Ja, ich fange einfach mal wieder an. Ja, schließlich sind wir immer noch im ersten Level, aber im zweiten Abschnitt. Was viele immer glauben, ja, das ist Welt 1 und das ist Level 2 von Welt 1. Okay, es ist im Grunde nichts anderes, aber ich würde sagen, wir sind in Level 1, aber in Abschnitt 2 von Level 1. Also hat das Spiel nicht, was weiß ich, 48 Level oder... Wir gehörten hier in Welt 13 Level, aber ich weiß es nicht genau. Sondern es ist einfach nur 4 Level mit vielen unterschiedlichen Abschnitten halt. Ja, oft meistens so fehlinterpretiert oder keine Ahnung. Also wenn ihr Mario nächstes Mal spielt und seht, ah, ich bin in Welt 3, 4, also im vierten Level der dritten Welt. Nein, dann seid ihr im vierten Abschnitt vom dritten Level, also in Bowser's Castle. Und das war jetzt gerade unvorteilhaft, aber ich habe gerade Sacred Swords gelesen. Ach, Words. Die habe ich wahrscheinlich immer übersehen. Ja, okay, tatsächlich habe ich auch schon herausgefunden, dass die Sacred Words das Passwort sind. Jetzt muss ich nur noch den, Passwortsystem finden. Ich weiß nämlich nicht, wo man die Passwörter eingibt. Also ich konnte ja Continue nicht anwählen, warum auch immer. Aber es muss ja irgendwie klappen, von daher weiß ich es jetzt. Und das ist schon mal gut. Ja, okay, und zur Story, die ich ja sagen wollte. Moment, ich bin noch sehr im Kampfgetümmel. Ja, wir befinden uns in Angel Land. Oh, da war ich schon mal. Und Angel Land wurde von zwei Göttinnen regiert. Die eine hatte grüne Haare, hieß Palutena und ja, war sehr gutmütig und sanft zu den Volk. Und die andere, keine Ahnung wie die aussieht, war halt sehr sadistisch und hat grundlos Bewohner von Angel Land in Stein verwandelt. Das konnte die eine Göttin halt nicht ansehen und hat die andere, ja, in die Unterwelt verbannt und ihr ein abscheuliches Aussehen verpasst. Und jetzt wissen wir, warum Medusa so schrecklich aussieht. Und ja, also sie konnte schon vorher Leute in Stein verwandeln. Und ja, Medusa wollte sich halt rächen, hat also ihre Schergen der Unterwelt versammelt, sie auf Palutena gehetzt und sie jetzt... Ja, eigentlich hat sie schon gewonnen, weil schließlich entfliehen wir jetzt aus der Unterwelt in die Oberwelt, die schon von Unterweltkreaturen belagert wird und Palutena ist eingesperrt, warum auch immer. Ich hätte ja Palutena getötet. Oder... Nein, sie muss ja Pit anlocken, oder was weiß ich. Pit ist nämlich übrigens auch eingesperrt und entkommt jetzt hier gerade. Was ich schon vorher gesagt habe. Ach ja, ich bin gerade aus einem Raum abgehauen, wo ganz viele Gegner kamen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den im letzten Part gezeigt habe. Aber diese Räume killen einen meistens nur und sie bringen einen gar nichts. Also ich habe schon mal geguckt und ich weiß nicht, was man davon kriegt. Vielleicht viel Geld, ich glaube aber auch nicht. Und Geld, aka Herzchen. Das war ja auch mal so eine Sache. Ich weiß immer noch nicht, wozu die Herzen gut sind. Ich nehme an Geld, aber warum bezahlt man mit Herzen, mit Organen oder mit Symbolen? Naja, es würde logisch sein. Manche Gegner haben auch nur ein halbes Herz, deswegen sehen sie so verkrüppelt aus. Und ich weiß jetzt endlich, was diese Animation bedeutet. Das heißt, er ruft seine Vögelchen. Ja, der Tod ist sehr, sehr tierlieb. Er hütet Kandarienvogel, die so aussehen wie er. Keine Ahnung. Und was war das nochmal, was er da bewacht an Tür? Komm, stirb doch! Ich habe erwartet, dass du stirbst! Ja, ich schaff das halt nicht allein, ich brauche Hilfe! Der war jetzt nicht gut. Oh, schon wieder! Soll das so eine Art Falle sein? Du bist in die falsche Tür gegangen, hau wieder ab. Ups. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich werde jetzt speedwashen, speedrunnen oder wie man es nennt. Ich wasche jetzt so. Oh Gott, aber das Problem ist, die meisten Gegner... Ich mag die Steuerung übrigens, die lässt sich gut steuern, aber trotzdem fällt es mir voll schwer, die Gegner auszuweichen. Und sag mal so, wenn ein Retro-Game mit so einer geilen Grafik... Okay, sehr geile Grafik, könnten jetzt einige denken. Also sehr ironisch gemeint. Oh, ich will da nicht rein.
Ja, also die Grafik ist sehr simpel und auch für NES-Zeiten dachten sich einige Leute, ja, da wäre sicher mehr möglich gewesen. Aber hey, ich stehe drauf, wenn ein Spiel eine schlechte Grafik hat, aber eine, also so eine, also 2D und sowas, und aber dafür aber eine gute Steuerung hat, dann hat es eigentlich schon gewonnen, kann man sagen. Nicht nur halt, nein, es hat gewonnen. Bei einer guten Steuerung ist das A und O für mich, bei einem Retro-Game. Da gibt es ja ganz andere Konsorten, zum Beispiel Mario. Ja, so Donkey Kong Arcade hat eine scheiß Steuerung, aber kann man spielen. Oder auch Ice Climbers. Oh Gott, wie ich diese Steuerung hasse in dem Spiel. Also Ice Climbers werde ich sicherlich nicht Let's Playen oder Just Playen. Weil es absolut nicht zu empfehlen ist. Oder ich mache mal eine schlechte Just Play. Das hatte ich ja auch mal vorgehabt. Und oh, hör auf, Tod. Ich würde dich ja gerne ignorieren, aber das kann ich nur, wenn ich durch die Tür gehe. Weil deine Kanarienvögel lassen mich nicht in Ruhe. Ah, rein da. Und wieder raus da. Und der Tod ist weg. Warum auch immer. Und jetzt, oh, knifflige Jump'n'Run-Passage. Oh, 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 das Eis war ziemlich hart. Also die Jump'n'Run-Passagen sind nicht ohne. Vor allem, dass man stirbt, wenn man sich drückt. Weil dann fällt man ja da durch. Oder überhaupt stirbt, wenn man fehlspringt. Aus einem Review heraus habe ich ja gelesen, dass man, wenn man sich die Feder kauft, ja, ich weiß, was die Feder bedeutet, man durch, ich glaube, wenn man stirbt, direkt wieder hochkommt, oder keine Ahnung, wie ich das verstanden habe. Und ich kann nicht durch Eiswände schießen, oh mein Gott, wie realistisch. Mega Man konnte sowas, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Mega Man konnte durch Wände schießen. Ach, ja, ausgetrickst, Mann, Lupfer, keine Ahnung. Oh, 20. Ja, toll, aber das Ding kenne ich schon. May I help you? We have everything. Könnte ich dir vielleicht helfen? Wir haben alles. Nicht ganz wörtlich, aber ihr wisst schon. Und ja, auch hier denke ich an, ja, Cave Story mit schwarzem Hintergrund. Oder mit weniger Details. Ja, weil bei auch bei Cave Story war es ja Englisch und vor allem so eine Art Shooter. Ja, Shooter kann man schlecht sagen. Man hatte halt so eine Side-Scroll-Action-Steuerung. Boah, wie nennt man das? Shoot'em-up, genau. Das wird übrigens nicht immer so bleiben. Tatsächlich hat das Spiel verschiedene Mechaniken, die sich parallel ändern, aber so weit muss ich erstmal kommen. Deswegen habe ich Angst, einfach scheiße zu spielen. Aber man muss Geduld haben mit dem Spiel, dann wird es auch leichter. Toll, es wird nicht schwerer, es wird leichter. Ja, am Ende wird es wieder scheiße hart, aber dann, ja. So weit kommen wir ja erst viel, viel später. Deswegen brauche ich jetzt noch keine Angst zu haben, weil wir haben ja jetzt auch noch keine Angst vor dem Tod, oder nicht? Ich glaube, wir haben überhaupt keine Angst vor dem Tod später. Ich meine, ich selbst, doch, würde schon sagen, dass ich Angst vor dem Tod habe. Aber wenn ich so viel gesehen habe, die Welt ist beschissen genug, dann will ich auch sterben. Oh mein Gott. Bei den Schmerzen wäre mir das echt lieb. Nehme ich mal an. Vor allem bleibt zu sagen, dass meine Oma auch noch im Krankenhaus liegt. Ja, ich jetzt letztens gesehen und, oh mein Gott, ist das ein schreckliches Anbild. Also, sie erinnert sich an gar nichts, was man ihr sagt. Also vergisst schnell Sachen. Hat jetzt nicht Alzheimer oder so, aber irgendwie, ja, so ein Vorstadium davon oder so. Ja, das kann ich echt nicht mit ansehen und so. Ich meine, ich liebe meine Oma und so, aber ja, solche, so, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, oh mein Gott, ich will später nicht im Krankenhaus so alleine mit schizophrenen Patienten liegen. Oh Gott, hör auf, was zu rufen. Oh, ich hasse ihn. Also, nicht zu empfehlen. Schlimmer als der Tod in Castlevania. Oh, nein. Die kann man einfach nicht abknallen. Was ist das für eine dämliche Attacke zu einem Sensenmann? Wird mir jetzt niemals als Attacke einfach. Und ich hoffe, das Level bald geschafft zu haben. Wir haben auch nicht ewig Zeit für diesen Part. Okay, ich meine Zeit genug, aber ich will die Parts ja kurz halten. Boah, wie hart. Leute, das ist echt hardcore. Sowohl Jump'n'Run-mäßig als auch von der Endurance, die ja nicht runtergehen darf. Und die verdammt klein ist. Vor allem die Läden sind völlig deplatziert. Ich meine, wer hat in dem Moment noch genug Geld, sich was zu kaufen? Ja, vielleicht die Hämmer. Wow. Octopus! Das klang jetzt dämlich. Hallo? Ah, in dem Raum war ich doch vorhin auch mal reingegangen. Ich verstehe die Räume nicht. Ist hier irgendein Geheimnis versteckt? Wenn ich auf Start drücke, kann ich da was machen? Nein. Wenn ich da reingehe, das weiß ich. Werden da meine Leben aufgefüllt oder sterbe ich? Oh, das ist jetzt hart. Oh nein, ich krieg Schaden. Scheiße, ich habe gehofft, dass es sowas wie eine Fee, die mir Leben gibt. Jetzt habe ich mir selbst Schaden zugefügt. Dann bin ich dumm. Komm, so weit lange kann es doch nicht mehr dauern. Ja. Oh, puh. Ja, Mann. Ich dachte, es ging noch weiter. Oh, da freut man sich doch. Das sind die Gefühle, die ich liebe an Spielen.
Wir sehen uns dann im dritten Level gleich im nächsten Palo. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Am besten, ihr ladet es euch auch und spielt separat mit mir und gebt mir am besten Tipps. Okay, das ist da eigentlich Hintergrundgedanke. Ja, bis gleich.